Servus Leute und willkommen zurück hier zum täglichen Update auf dem Krypto-AG-Kanal. Ich bin Liam und wie immer wollen wir uns heute nochmal kurz den Content vorm Video anschauen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt bei den On-Chain-Daten. Da redet Finn heute über die Short-Term-Holder und über den Unrealized Profit und Loss. Danach rede ich in der Chart-Analyse über ein wichtiges Breakout, was wir jetzt aus einem gecallten Pattern aus dem gestrigen Video hatten. Und danach redet Timo nochmal über sehr, sehr wichtige News zum Thema Bitcoin und Ethereum ETF-Handel in Hongkong. Und Leute, damit wollen wir nochmal vorkommen zu unserem Kanal, denn hier könnt ihr natürlich sehr gerne ein kostenloses Abonnement da lassen, die kleine Glocke aktivieren, aber natürlich auch gerne ein Like oder einen Kommentar geben. Das freut uns natürlich mal sehr für den Algorithmus. Und wenn ihr uns noch mehr supporten wollt, was für euch komplett kostenlos ist, ihr habt sogar einen Vorteil dadurch, dann könnt ihr euch natürlich sehr gerne über unseren BitGet-Link registrieren. Der ist immer in der Videobeschreibung. Da könnt ihr nochmal zusätzliche Boni auf euer eingezahltes Geld erhalten, habt so oder so niedrige Exchange-Gebühren und natürlich könnt ihr uns damit komplett kostenlos supporten. Und Leute, damit würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video und bleibt bis zum Ende dran. So, und damit auch herzlich willkommen von meiner Seite zu diesem Video. Ich bin Finn und heute wollen wir uns mal das Transferred Volume von Short-Term-Holder an die Exchanges anschauen. Was wir jetzt hier nämlich sehr schön sehen können, ist, dass das Volumen von Short-Term-Holdern, was an Exchanges gesendet wurde, extrem stark zugenommen hat. Gerade als wir jetzt hier diesen Wick nach oben nochmal gesehen haben, beziehungsweise was heißt Wick, diesen Pump nach oben gesehen haben, haben wir gesehen, dass Short-Term-Holder nochmal sehr stark an Exchanges ihre Bitcoin gesendet haben. Das zeigt uns natürlich, dass die Short-Term-Holder aktuell eher noch davon ausgehen, dass sie ihre Bitcoin auf den Exchanges haben sollten, um natürlich bereit zu sein, schnell zu verkaufen oder gegebenenfalls sogar direkt zu verkaufen. Und das ist natürlich erstmal für uns nicht so bullish, sondern eher bearish. Zeigt uns hier an der Stelle, dass die Leute, die halt kurzfristig gerade erst Bitcoin gekauft haben, tendenziell natürlich ihre Bitcoin schneller wieder abstoßen würden. Und das ist natürlich für uns zwar prinzipiell erstmal bearish, zeigt uns aber auch, dass die Leute, die schon lange dabei sind, die gerade tendenziell viele Coins haben, die Long-Term-Holder nämlich, dass die nicht verkaufen, ist erstmal ein sehr, sehr bullisches Signal für uns. Die zweite Sache, die wir uns anschauen, ist der Net Unrealized Profit and Loss. Hier sehen wir ganz klar, dass die Leute inzwischen wieder, seit wir eigentlich hier aus unseren Tiefen des Bärenmarkts rausgekommen sind, wieder durchschnittlich definitiv im Profit sind. Gerade natürlich jetzt auch, als der Preis hier nochmal ein ganzes Stück angestiegen ist, ist der durchschnittliche Profit natürlich dadurch auch wieder deutlich angestiegen. Das heißt, auch hier können wir wieder davon ausgehen, dass die Short-Term-Holder, die jetzt gerade vorwiegend verkaufen, tendenziell verkaufen, weil sie halt eben Gewinne gemacht haben mit dem Bitcoin, die sie in den letzten 155 Tagen gekauft haben und die sie jetzt durchaus realisieren wollen, weil natürlich auch beispielsweise die 30.000 gerade in den Charts ein sehr wichtiger Widerstand ist. Deswegen wurde jetzt einfach ein bisschen Gewinn realisiert von den kurzzeitigen Investoren bzw. den Leuten, die noch nicht so lange dabei sind. Trotzdem gehe ich persönlich davon aus, solange wir nicht sehen, dass die Long-Term-Holder auch verkaufen oder wir zumindest nicht nochmal deutlich massivere Gewinnrealisationen sehen, dass der Kurs aktuell relativ stabil hier oben auf den 30k ist. Natürlich darf man nicht vergessen, dass wir wie gesagt bei den 30.000 nochmal sehr, sehr wichtigen Widerstand haben. Das Ganze müsst ihr uns natürlich in den Charts anschauen. Dafür gebe ich dann dir einen weiteren Farbschwindig für heute. Ciao, ciao. Okay Leute, dann kommen wir auch direkt nochmal zur Chart-Analyse und heute wollen wir uns hier mal ein bisschen vom größeren Timeframe, vom Weekly Timeframe auf den Hourly Timeframe runter die Charts anschauen. Wir haben jetzt eine grün geturnte Weekly Candle und natürlich ist auch unser Pattern, was ich gestern im Video gecallt habe, das Falling Wedge war das, glaube ich, oder eine Bull Flag, je nachdem natürlich, wie man das eingezeichnet hat und was für ein Exchange, ist nach oben hin ausgebrochen. Das sieht natürlich jetzt zwischenzeitlich ganz gut an. Also wollen wir jetzt einfach mal anfangen im Weekly Chart, denn hier können wir erkennen, ist die Weekly Candle momentan grün geturnt und das ist natürlich ein sehr bullisches Zeichen. Wenn wir jetzt nochmal deutlich stärker pumpen sollten mit der Weekly Candle, vielleicht sogar über den Wick hier auf die 31.500 US-Dollar drüber und dann so einen Close sehen würden und natürlich auch einen Monatskerzen-Close, dann würde die Monatskerze natürlich extrem gut ausfallen für den Juni. Und wir hätten einen bullischen nächsten Monat bzw. eine bullische nächste Zeit vor uns, auch bezogen auf diese Mid-Cycle-Rally, die wir ja jetzt gerade haben. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass wir jetzt nochmal einen Mid-Cycle haben, bis wir dann quasi nächstes Jahr im April den Bullenmarkt starten sehen durch das Halving. Und dementsprechend könnten wir das hier natürlich erwarten, dass wenn wir jetzt nochmal einen schönen Pump haben diese Woche und einen guten Weekly Close bzw. einen guten Monatsclose, dass wir dann tatsächlich hier in Richtung Preise von, ja ich sag mal 40.000 bis 41.000 US-Dollar in unserer Mid-Cycle Rally gehen können. Das ist natürlich alles ziemlich interessant und jetzt wollen wir nochmal auf den kleineren Timeframe gehen, um uns anzuschauen, was passiert ist. Und zwar sind wir hier auf dem Daily, hatten wir diese kleine Seite Seitwärtsbewegung und Leute, ich denke, ihr erkennt es schon, aber wir haben dann hier quasi diese Bull Flag oder Falling Wedge Pattern, je nachdem, was ich gestern im Video gecallt habe, gesehen und sind jetzt heute wieder nach oben gepumpt. Klar, das liegt wahrscheinlich auch ein Stück weit an den News, die euch Timo gleich erzählen wird. Die sind natürlich auch sehr positiv, aber wir wollen uns jetzt hier ein bisschen noch auf die Charts beziehen. Das heißt, bleibt aber auf jeden Fall dran bis zum News-Part. Dort wird es nochmal sehr interessant. Und zwar schauen wir uns jetzt einfach nochmal die Charts an. Auf dem kleineren Timeframe, denn hier können wir nochmal erkennen, hatten wir das Pattern jetzt so ein bisschen, je nachdem, wie man das einzeichnet. Das hier ist jetzt der Vor-Auli, ich habe es, glaube ich, auf dem 1-Stunden-Chart eingezeichnet, sieht man halt hier, dass das wieder
ein Falling Wedge oder eine Bull Flag ist, ist ja eigentlich egal. Beide sind Pattern, die mit sehr erhöhter Wahrscheinlichkeit Long ausbrechen. Und dieses Breakout haben wir jetzt auch richtig schön gesehen hier raus. Wir hatten natürlich mehrere Versuche gestern allein noch, aber wir sind jetzt natürlich endlich nach oben hin ausgebrochen. Und das ist sehr gut. Wir befinden uns jetzt momentan nämlich auch gerade über dem Widerstand hier bei 30.500 US-Dollar. Sollten wir darüber erstmal die Daily Candle schließen, dann sieht das Ganze natürlich schon sehr gut aus. Und dementsprechend können wir dann weitere Kurse im Verlauf der Woche erwarten. Die Woche hat ja noch ein paar Tage und der Monat hat natürlich noch ein paar Tage. Und das wird dann natürlich auch nochmal sehr interessant, hier den Monatsclose zu sehen. Und Leute, falls ihr natürlich auch immer mal auf so Pattern traden wollt, die wir im Video callen, beispielsweise dieses Pattern habe ich auch gestern im Video gecallt, dann könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne über unseren BitGet-Link registrieren, wenn ihr uns damit kostenlos supporten wollt. Denn das geht für euch dort komplett kostenlos. Ihr habt sogar noch einen Vorteil dadurch. Und zwar könnt ihr bis zu 4.163 US-Dollar Bonus bekommen auf euer eingezahltes Geld und habt niedrige Exchange-Gebühren. Und wie gesagt, wir bringen Daily Content für euch. Also wenn ihr Lust habt, uns zu supporten, dann könnt ihr damit am besten Support für uns rüberbringen. Und Leute, damit würde ich sagen, war es das auch mit der Chartanalyse und ich wünsche euch viel Spaß im Newspart mit Timo. Neue Entwicklungen auf dem Kryptomarkt in China, Hongkong. Jetzt hat eine der größten Banken des Landes erstmals den Handel mit Bitcoin und Ethereum ETFs für Retail und institutionelle Investoren ja freigeschaltet. Was das Ganze für die Kurse bedeutet, das Thema wollen wir uns hier heute einmal gemeinsam anschauen. Also, was ist passiert? Kurze Zusammenfassung. Die Hongkong Shanghai Banking Corporation hat jetzt als erste Bank des Landes in der Sonderwirtschaftszone Hongkong den Handel mit Krypto-ETFs gestartet. Ab heute können Retail, aber auch institutionelle Investoren mit diesen ETFs handeln. Was bedeutet das Ganze für den Kurs? Zuerst einmal, wir müssen sagen, ganz klar, es handelt sich dabei um Future-ETFs, bedeutet ETFs, die nicht mit realen Bitcoins oder ja Ethers gedeckt sind. Dadurch entsteht keine gesteigerte Nachfrage, wodurch die Kurse jetzt auch nicht direkt pumpen. Trotzdem muss man aber sagen, ist es ein sehr positives Zeichen, dass jetzt Investoren in China auch mit diesen ETFs bzw. generell mit diesen Kryptoprodukten handeln können. Warum ist das so wichtig? Bisher, seit dem 1. Juni, ist ja nur der Kryptohandel wieder in Hongkong erlaubt. Im Rest des Landes China ist das Ganze aber immer noch gebannt bzw. verboten. Ich gehe davon aus, bisher ist das Ganze eher so ein Pilottest, ja, eine Pilottestphase in China. Die Regierung schaut, wie sich das Ganze im Land bzw. in Hongkong in dieser Sonderwirtschaftszone entwickelt, bevor man es eben wieder für ganz China zulässt. Was nämlich sehr interessant ist, auch die Regulierungsbehörden in Hongkong machen regionalen Banken Druck, in diesem Kryptosektor jetzt eben ja voranzuschreiten, die nächsten Schritte zu gehen und eben den Investoren den Zugang zu ermöglichen. Und sollte es jetzt eben hier positiv verlaufen, sage ich mal, diese Pilottestphase in Hongkong, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch dann im Rest von China wieder eingeführt werden sollte. Und das Ganze wäre dann schon sehr, sehr interessant. Was wir dazu sagen müssen, in den nächsten Tagen werden auch noch weitere Banken dazu kommen, die wahrscheinlich weitere Krypto-Finanzprodukte freischalten. Und was jetzt natürlich die ganz interessante Frage ist, um hier einmal den Bogen zu spannen, wird es in China auch Spot-ETFs geben? Bedeutet ETFs, für die wirklich reale Bitcoins gekauft werden, was dann natürlich im Umkehrschluss zu meiner Aussage vorhin den Kurs wieder pumpen lassen würde, weil wir eine gesteigerte Nachfrage haben. Das ist bisher noch offen. Es wird sehr interessant. Sollte es hier zu neuen Entwicklungen kommen, werde ich euch auf jeden Fall up to date halten. Trotzdem müssen wir aber sagen, die Entwicklung, die wir jetzt in den letzten Monaten in Hongkong gesehen haben, ist sehr positiv für den Kryptomarkt. Wir haben eine extrem große Zahl an Investoren in China und wenn diese jetzt wieder den Zugang zum Markt bekommen, bin ich mir sehr sicher, dass sich das nachhaltig positiv auf die Kryptokurse auswirken würde. Das war es soweit von mir. Wir sehen uns morgen zum nächsten Part. Ciao!